Mir ist aufgefallen, ich habe hier noch nichts gegessen. Ich habe auch bisher noch kein bisschen Hunger bekommen. Wundert mich. Mein, spiele ich eigentlich noch auf Easy oder habe ich jetzt. Ja, Easy. Okay. Okay. Buch. Frage 1. Wie viele Holzbutton sind hier im Raum? Holzbutton. Holzbutton. Oh, ein Kopf. Wie süß. Der Kopf mit dem TNT. Ja, was Besseres haben wir nicht gefunden. Wir hätten auch da einen 80 mal 80 Meter Block da machen können. Oh, hier sind Buttons. 1, 2, 3. Sehe ich hier noch welche? Nö. 3. Nächste Frage. Wie viele Schalter sind hier im Raum? Also diese Hebel. 1, 2, 3, 4, 5. Scheiße, ich sehe noch einen Holzbutton. 6. Also Denk an die 3 Minuten, weil da ist jetzt ein Timer eingebaut. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. 6. Oh, ich muss gar nicht sehen, sind Dinger drüber. Frage 3. Wie viele Pistons sind hier im Raum? Sieht man die auch alle? Ja, Okay, da also ich oben. habe sie gesehen. 6. Oder? Wenn das nur die 6 da oben sind, sind es Also 6. ich gebe einen Tipp, wenn du alles fehlst, dann musst du nochmal von neu anfangen, ne? Also wenn du die Reihenfolge fehlgeschlagen hast, dann musst du nochmal von vorne anfangen. Ja. Wie viele Leitern sind hier im Raum? 1, 2, 3, 4. 5. Wie viele Let ah, nee, wie viele Redstone Torches? Oh, ihr habt Langeweile, oder? 1, 2, Denk dran an 3 Minuten. 3. 3. Letzte Frage, wie viele Blätter sind hier im Raum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, fertig. War anscheinend falsch. Schön. Guck dich mal um, vielleicht hat sich ja eine Tür geöffnet Hier ist hinter eine dir. Eisentür, aber die ist immer noch zu. Ja, dann muss ich schnell nochmal neu angeben. Holzbuttons. Da ist einer, da ist keiner. 2, 3, 4. Decke irgendwo einer. Achso, da muss ich mich eben rausbuddeln, weil ich hier eben gespawnt bin am Anfang. Nur, dass ihr euch nicht wundert. 4 Holzbuttons, mehr sehe ich nicht. Klingt schon mal gut. Wie viele Schalter sind hier im Raum? Ich habe die Lösung hier. Zum Glück. 1, 2, ich gucke erst die Wände. 3. Dann die Decke. 4, 5. Am Boden noch irgendwo eine? Nö, 5. Nächstes. Wie viele Pistons? Ja, das sind die hier oben an der Decke. Das sind 6. Leitern. Also von der Wand zur Wand. 1, 2, 3, 4. Decke. Keine mehr, Boden keine, 4. Redstone Torches. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 Stück. Wie viele Blätter sind hier im Raum? 10 waren das. Ja, sie ist aufgegangen! Bist noch da? Ja, klar, ich Denn bin ist da. gut. Ein neues Buch. Herzlichen Glückwunsch, Unbekannter. Du hast dich der Herausforderung gestellt und sie am Ende sogar gemeistert. Das Team hofft, dass dir die Adventure Map gefallen hat. Auf den nächsten Seiten erfährst du einiges über die Kreation, hingelegte Zeit, ca. 9 Stunden. Mitarbeiter 4.
Kein Nachname bzw. Real Name. Gravity Versol LP Black Hell LP 19 Kevin 92. Map Beta Tester auch Christian Gött LP, wie süß. Copyright bei Gravity 2012. Genau. Cool. Aber ich glaube, irgendwas hat nicht funktioniert, weil ich denke mal, ich habe mehr als 3 Minuten gebraucht. Da muss alles funktioniert haben. Ich glaube wirklich, ich habe mehr als 3 Minuten dafür gebraucht. Ich kann es mir nicht anders erklären. Guck mal, ob der TNT-Block noch vorhanden ist oben. Mach ich gehe mal kurz auf Game Mode 1. Kann ich die Tür hier zerstören. Fliegen! Der ist immer noch da. Ja, dann hast du es geschafft. Wenn man es schafft, wird dann auch der Countdown beendet. Ja. Okay. Ja, super. Du hast ja, es geschafft. Ich hab's geschafft, ein Wunder. Wofür waren jetzt eigentlich die Treppen an der Wand? Die nur zur Verzierung oder? Die Treppen an der Wand? Über der Tür. Ja, das dient ja nur zur Verzierung. Dann ist gut. Ja, wie gesagt, hier oben das Loch musste ich mich eben rausbuddeln. Ich bin hier am Anfang gespawnt, ich habe mich einfach nach oben rausgebuddelt. Und kam dann, wenn ich mich. Ja, jetzt muss ich. Ich zeig das hier mal kurz. Ach ja, ich musste hier zerstören, weil ich hier aus Versehen einen Repeater abgebaut habe. Den habe ich natürlich wieder hingebaut gehabt am Ende, keine Sorge. Oha. Den hatte ich am Ende wieder hingesetzt. Dann ging es hier weiter nach oben. Und dann kam ich hier oben an. Genau, irgendwie so. Hier ist noch eine schöne kleine Spalte mit viel Lava. Und hier war der Spawnpunkt am Anfang. Gut, jetzt kann ich auch mal kurz, wenn noch Interesse hat, kann ich kurz bleiben. Mal eben zeigen, hier habe ich mich dann nochmal durch die Wand gehauen. Abwärts. Hui, hier habe ich mich überall durchgeboxt. Ja, also Leute, der Christian, der wird mir nachher privat oder irgendwie in den nächsten Tagen eine Mail schreiben, was verbessert werden kann. Er wird es natürlich jetzt nicht sagen, weil ihr sollt euch selber dann überraschen lassen, was eventuell da verbessert wurde, wo es vielleicht noch ein paar Schwierigkeiten gibt. Und ja, ne, oder? Genau. Was sagst du denn so vom Allgemeinen her für die Map? Eigentlich keine schlechte Map, aber ja, Kritik. Den einen Kritikpunkt, den ich habe, weißt du ja eigentlich schon. Genau, ich werde den aber auch jetzt nicht öffentlich stellen. Das wäre ja blöd, wenn die Leute das dann schon wissen. Genau, ja. Gut, dann. In dem Fall, ich gehe mal kurz hier aus dem Wasser raus. Ja, ich bin eigentlich schon im Game Mode, ertrinken kann ich eh nicht. In dem Fall verabschieden wir uns von euch. Wir haben jetzt circa 1 Stunde 15 gespielt, das sind 5 Parts. Vielleicht kriege ich das wirklich genau in 5 Parts hin, sonst 5 Parts und 5 Minuten vielleicht. Das wäre scheiße. Na gut, genau. Bis zum nächsten Mal und dann wahrscheinlich kein Minecraft mehr. Tschüss. Ciao. We'll be right back.